Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen ein anderes Video auf meinem Kanal. Ich bin am Flughafen, ich reise jetzt gleich nach Pisa und von da aus geht es nach Florenz, denn ab Dienstag, beziehungsweise eigentlich ab morgen, aber ab Dienstag für uns, fängt die PT Uomo an. Das ist eigentlich die Männermodemesse überhaupt. Und der Justus, ich und noch zwei andere Kollegen, die ich euch auch noch vorstelle, sind da am Start. Ich werde das Ganze für euch festhalten, die coolsten Styles, die Style-Fails etc. Euch zeigen, was wir so tragen und euch einfach mal mitnehmen, wie das Ganze da abläuft und ja, ein bisschen doch mal berichten. Los geht's! Buongiorno, buongiorno, meine lieben Freunde, herzlich willkommen aus Italien. Die Sonne scheint, das Wetter ist wundervoll. Ja, leider heute nicht bei mir. Denn der typische Fall ist mal wieder eingetreten. Wenn ich reise, habe ich generell sehr oft schlechtes Wetter. Naja, ich nehme die Sonnenbrille mal ab. Die anderen kommen leider heute Abend erst an, deswegen habe ich mir gedacht, ja, gehst du noch mal einen Tag an die Küste und kannst dich noch mal ein bisschen in die Sonne hauen, ein bisschen Farbe tanken. Man wirkt dann immer ein bisschen frischer. Und man ist so ein bisschen entspannt, weil in Deutschland ist gerade auch Feiertag. Ich hätte mich heute auch mehr oder weniger einfach nur entspannt. Aber ja, daraus wird nichts. Zumindest nicht mit dem in die Sonne legen. Entspannen kann ich natürlich, aber den Tag werde ich heute ein bisschen anders einplanen. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich meine 7 Sachen noch hier hinter mir zusammenpacke und mich auf die Reise begebe. Ich werde jetzt noch mal irgendwie, ich habe mir extra einen Mietwagen geholt. Nichts Besonderes, den zeige ich euch auch noch gleich, ist nichts Tolles. Und ja, zur nächsten Location fahren, wo ich mir einfach mal ein bisschen was angucke, wo ich noch nicht war hier in der Toskana. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit, weil heute Abend um 6 Uhr muss ich erst in Florenz sein. Deswegen, ich habe noch ganz viel Zeit. Los geht's. Ja, Leute, so, da ist auch das tolle Auto. Wie ihr seht, hat es die Nacht hier auch geregnet. Und ich bin auch direkt da vorne am Meer. Vorne ist direkt das Meer. Leider ein Satz mit X, denn das war nix. Ich mache mir jetzt auf zu einem richtig coolen Spot und nehme euch einfach mal mit. Mal schauen, wie es da aussieht. Ich war da auch noch nie. Ich hoffe, das Wetter ist da ein bisschen besser. Los geht's. 2 Stunden später. So Leute, ich bin jetzt angekommen an meinem Ziel und zwar bin ich bei den Cinque Terre, zwar bei Marolo heißt die Stadt, eine der bekanntesten Gegenden hier an der Küste und ja, ich gehe jetzt mal runter, man darf da nicht mit dem Auto runterfahren, man muss das Auto hier oben stehen lassen und zu Fuß runtergehen und das, was ich im Internet gesehen habe, sieht super toll aus und ich, wie gesagt, ich war da noch nie, deswegen nutze ich die Zeit jetzt einfach mal. Und schauen wir das Ganze an. Das Wetter hat sich auch gebessert, also die Sonne scheint. Ich denke, ich kann da gleich auch geil mal eine Runde ins Wasser springen. Ein bisschen baden, ganz kurz. Vielleicht hole ich mir da auch noch ein bisschen Sonnenbräune ab. Mal sehen. Im Übrigen, bei solchen Dingen kann ich mich immer informieren, wenn ihr irgendwie mal was im Internet seht und wollt da unbedingt mal hinfahren, checkt auf jeden Fall Pinterest ab und googelt die ganze Geschichte, weil diese ganzen Orte sind meistens ganz gut beschrieben. Hier ist es so, dass die beste Anreisemöglichkeit eigentlich die Bahn gewesen wäre. Aber dadurch, dass ich den Leihwagen halt habe, wie soll ich das mit der Bahn machen? Deswegen habe ich den jetzt mitgenommen. Hier im unteren Parkbereich seht ihr auch ganz viele Autos. Die Autos gehören den Einheimischen. Die parken dürfen auch nicht in der Stadt parken, sondern müssen hier unten, hier oberhalb parken. Das ist natürlich auch krass. Aber soll so ein ganz toller Ort sein. Wie gesagt, Cinque Terre war ich noch nie. Also Cinque Terre heißt eigentlich 5 Städte. Das ist eine Stadt von diesen Städten, aber die hat mir jetzt optisch am ehesten zugesagt, deswegen schauen wir uns die einfach mal an. Auf jeden Fall für solche Gelegenheiten immer festes Schuhwerk. Ich hätte jetzt normalerweise auch Flipflops oder ich sag mal Latschen oder sowas angezogen, aber in dem Fall, weil ich weiß, ich muss viel gehen, hier ist alles voller Treppen, ziehe ich auf jeden Fall feste Schuhe an. So, und da bin ich schon. Schauen wir mal rein. Oh, ich bin richtig am Ölen. Ich gehe jetzt noch mal weiter hoch. Guck mal, ob ich irgendwo noch einen coolen Shot hinkriege. Da habe ich Bock drauf. Und dann gehe ich runter zum Wasser und mich mal eben abbaden.
bisschen die Sonne chillen. In solche Orten könnt ihr übrigens übertrieben nice Fisch essen. Also wenn ihr in Italien an der Küste seid, auf jeden Fall Fisch auf eure Liste setzen. Wenn ihr das mögt, mega, mega nice. Frisch, 100%ig frisch. Und ja, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Puh. Kein Spaß. Das ist richtig anstrengend. Hier, diese Wege meine ich auch mit festem Schuhwerk. Mit Latschen wäre nicht so gut hier. So, Freunde, zurück auf der Autobahn. War ein schöner Tag, ich muss sagen, hat sich echt gelohnt, dahin zu fahren. Die Stadt war sehr schön, voller Touristen natürlich, das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber das ist normal in solchen Städten, ja, wenn die weltbekannt sind, dann ist auch immer alles voller Touristen. Jedenfalls bin ich jetzt auf dem Weg nach Florenz, meiner kleinen Knutschkugel hier. Das Ding ist echt die größte Rappelkiste, die ich hier gefahren bin. Aber egal, sie soll mich ja nur von A nach B bringen. Auf jeden Fall, ich komme so gegen 18 Uhr an. Gegen 18 Uhr landen auch Justus, Os und Bobby in Florenz. Ich denke mal, wir sind zu circa zeitgleich dann in Florenz. Dann muss ich noch gucken, wo ich das kleine Autochen hier parke. Auf jeden Fall, ja, war ein geiler Tag, hat sich extrem gelohnt. Ich fahre jetzt mal weiter und dann schauen wir mal, ob ich das pünktlich schaffe.